Was passiert, fragen viele Hörer, wenn die Sperre für den Familiennachzug für Flüchtlinge endet? 2018 im März. Kommen da nicht die nächsten Flüchtlingswellen auf uns zu? Wie stehen Sie dazu persönlich, die Sperre zu verlängern? Katrin Göring-Eckardt, Bündnis 90 Die Grünen. Nicht verlängern, sondern endlich aufheben. Wenn jemand allein hier ist, häufig sind es Männer und weiß, meine Frau, mein Kind, die sind noch in Aleppo, in Damaskus, in einem fürchterlichen Flüchtlingslager in Libyen, dann werden die sich hier nicht integrieren. Das ist eine echte Integrationshilfe, wenn Familien zusammen sind. Wir würden das sonst auch immer sagen, da kommen auch nicht gleich ganz viele, weil wir müssen Anträge bearbeiten und so weiter. Aber dass Frauen, Kinder, Männer, dass Familien zusammengehören, das gilt für uns und natürlich auch für jeden anderen. Dietmar Bartsch, Die Linke. Es kommt dann keine neue Flüchtlingswelle. Ich glaube, dass damit sogar Gefahren abgebaut werden können. Wenn man wirklich Menschen, die dauerhaft hier bleiben können, hat, dann ist es eine Frage des Humanismus, dass auch Kinder oder Frauen nachkommen können, dass Familien zusammengeführt werden. Ich bin dafür, dass wir schnelle Verfahren haben, schnelle Entscheidungen und dann auch Familien gemeinsam agieren lassen. Alexander Gauland, Alternative für Deutschland, AfD. Was passiert, fragen viele Hörer, wenn die Sperre für den Familiennachzug für Flüchtlinge endet im März 2018? Kommt da nicht die nächste Flüchtlingswelle auf uns zu und sind Sie dafür, die Sperre zu verlängern? Ja, natürlich. Das ist eine Masseninvasion. Das wird eine riesige Flüchtlingswelle. Dann kriegen wir 1,5 Millionen Menschen zusätzlich in dieses Land. Jede syrische Familie besteht mindestens aus 3 Leuten. Das können Sie ja ausrechnen. 298.000 oder so, wie sind gekommen? Das müssen Sie mal 3 oder 4 rechnen. Da sind Sie bei über 1 Million. Christian Lindner, FDP. Wir brauchen eine andere geordnete Flüchtlingspolitik. Das Erste muss sein, dass die Abschiebung besser gelingt. Marokko, Algerien, Tunesien müssen sichere Herkunftsstaaten werden. Die Grünen verhindern das. Erst wenn wir besser abschieben, erst wenn wir ein neues Einwanderungsgesetz haben, das dafür sorgt, dass Flüchtlinge nicht auf Dauer bleiben, erst dann kann es einen Nachzug für die Kernfamilie, also kleine Kinder, deren Eltern hier sind, geben. Vorher wäre es Chaos. Martin Schulz, SPD. Es gibt im Moment die Vereinbarung, dass der Familiennachzug ausgesetzt ist. Kompliziertes rechtliches Verfahren. Es geht um sogenannte subsidiär geschützte Menschen. Das heißt, Menschen, die einen zeitlich begrenzten Aufenthalt hier haben. Wenn nachgewiesen ist, ich sage mal, dass unbegleitete Kinder ihre Eltern nachholen können, okay. Umgekehrt, Eltern wissen, wo ihre Kinder sind, okay. Es muss im Einzelfall überprüft werden. Angela Merkel, CDU. Also ich habe gesagt, weil es eben bis zum Frühjahr 2018 für die subsidiär Geschützten gilt, dass wir da Anfang des Jahres drüber entscheiden. Wir haben ja in sehr vielen Fällen auch den Schutz der Genfer Flüchtlingskonvention. Da kann der Familiennachzug für die Kernfamilie erfolgen. Das umfasst nicht Geschwister zum Beispiel, sondern nur den Ehepartner und die Kinder. Und auch das können wir nur ganz allmählich machen, weil auch die Antragszeiten auf den deutschen Konsulaten und Botschaften sehr, sehr lange dauern. Und wir müssen natürlich auch hier gucken, dass wir die Kommunen nicht überfordern, dass wir Wohnraum haben. Das heißt also, man muss nicht die Angst haben, dass jetzt sofort ganz viele kommen, sondern viele warten schon sehr, sehr lange. Und wir erklären das auch immer wieder den Geflüchteten, dass wir das natürlich auch vernünftig integrieren müssen.